Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal den Half Cash bzw. den halben Geldmodus. Ich mache das Ganze mit Monkey Knowledge, weil ich es gerade schon ohne gemacht habe und es ist einfach wirklich schrecklich ohne. Es macht keinen Spaß und deswegen machen wir das Ganze mit Monkey Knowledge. Allerdings benutze ich einen Free-to-Play Hero. Ihr könnt natürlich auch Sauda benutzen. Ich benutze aber Quincy. Und ich will mal gucken, wenn ich hier das Ganze ein bisschen laufen lasse, ob wir direkt durch die Spikes Quincy platzieren können. Nicht ganz. Okay, dann baue ich hier noch den kostenlosen Wurfelaffen. Lass jetzt hier einmal Runde 4 noch durchlaufen und dann haben wir danach Quincy. Wenn ihr das Ganze mit Sauda macht, dann platziert ihr hier vorne in der Ecke, wo gerade meine Maus ist. Das sollte klar gehen. Da werde ich jetzt auch Quincy platzieren. Und ich glaube, die könnt ihr auch sogar direkt von Anfang an platzieren, wenn ich mich nicht irre. Nice. So, als nächstes wollen wir mal ein bisschen Beast-Zähmer Hand, also ein bisschen mehr auf den Bestien-Zähmer gehen, weil das halt auch der neue Tower ist. Ja, ich probiere mal eine Strategie rauszufinden, wo wir ein bisschen mehr auf den Beast-Zähmer gehen. Okay, man kann das Auge hier aufmachen. Kann man hier noch Sachen? Okay, man kann hier Sachen verkaufen. Das wusste ich auch nicht. Ich glaube, ich mache aber am Anfang eher eine U-Boot-Strategie und gehe später auf den Bestien-Zähmer. Ich glaube, U-Boot ist am Anfang ein bisschen besser, vor allem, weil es halt jetzt nur 220 kostet, wegen dem Affenbissen, das erste. Ja, so ist ganz gut. Und das nächste U-Boot werde ich dann hier unten hinbauen. Ja, das baue ich safe hier unten hin. Und dann bauen wir die beiden U-Boote irgendwie oben drauf, dass die über die ganze Karte angreifen können. Dann platzieren wir hier vorne, wo meine Maus ist, noch ein. Und dann können sie eigentlich durchgehend attacken. Das sollte eigentlich ganz gut sein. So, das U-Boot baue ich mal hier vorne hin. Perfekt. Das attackt jetzt hier auch direkt. So, ich glaube, das nächste Runde 24 sollten wir eigentlich haben, weil Quincy kann ja gleich schon Camo Bloons kaputt machen. Also ist unser größtes Problem jetzt erstmal, ja, bis Runde 28 zu kommen. Und dann für Runde 28 Blei. Da werde ich, denke ich, auf den Sniper gehen, weil da halt Bleibloons oben und unten gleichzeitig kaputt machen kann. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit hier auf der Karte. Oder man geht auf den Beast-Zähmer und baut halt oben und unten jeweils einen Vogel. Nee, ich mache erstmal was nicht so micro-heavy ist. Also erstmal lieber was ein bisschen entspannter ist. Dafür baue ich jetzt hier mal. Ihr seht es hier unten, dass die Waffe so an die Blume reicht, meinen Scharfschützen hin und stelle den hier auf Stärkster. Und dann gehe ich jetzt noch auf Full Metal Jacket als nächstes. Ja, damit wir halt was gegen Bleibloons haben. So, perfekt. Und als nächstes werde ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen was in die Boote stecken. So, ich baue erstmal oben auf Zwillingskanonen. Jetzt auf längere Reichweite und danach auf Advanced Intel, sobald ich kann. Müssten wir eigentlich jetzt in Runde 25 noch kriegen, meine ich. Kriegen wir jetzt noch... Okay, jetzt kann er hier angreifen, jetzt kann er hier angreifen, hier und hier. Also er kann praktisch die ganze Karte angreifen. Das heißt, als nächstes gehen wir auf Airburst Darts. Und ich glaube, dann sollten wir mal ein bisschen gucken, dass wir Moab Defense langsam rankriegen. Weil ganz ohne Moab Defense wird Runde 40 ziemlich schwer. Okay, Airburst, perfekt. Und ja, Airburst sollte uns jetzt eigentlich bis Runde 40 komplett carryen. Was holen wir uns gegen den Moab? Ich überlege gerade, ob der Beast-Zähmer irgendwas hat, was relativ günstig ist und ein Moab alleine machen kann. Ja, der weiße Hai wäre halt stark, ne? Sollen wir gucken, ob wir den weißen Hai irgendwie kriegen? 3000, 4000? 4000 sollten wir hinkriegen. Ich weiß halt nicht, kommt der Moab von oben oder von unten? Oh nein. Wenn der halt... Oder ich baue den halt hier in der Mitte, aber das kostet so viel, das aufzumachen. Ich kann das nicht jedes Mal aufmachen im halben Geldmodus. Ich frage mal ganz kurz Kollegen. Ey, bei der neuen Map kommt oben oder unten der Moab in Runde 40? Keine Ahnung, ich habe die noch nicht gespielt. Das ist nicht so cool. Warte. Okay, ich habe gerade nachgefragt, er kommt oben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch oben was bauen. Ich frage mich halt, soll ich jetzt direkt drauf gehen oder soll ich noch warten? Aber ich glaube, ich baue den mal hier. Bau den Piranha dann hier so weit in die Ecke, wie es geht am besten. Hier. Nice, Barracuda. Und jetzt müssen wir auf 3000 für den weißen Hai sparen. Runde 37 ist gefährlich, aber wenn ihr den Sniper auf Stärkste habt, sollte es eigentlich klar gehen. Ja, die Camus macht halt unser Quincy und unser U-Boot. Das ist halt sehr nice. So, zwei Runden noch. Ich hoffe, wir kommen noch auf 3100, sonst habe ich mich hier sehr krass verkalkuliert. Okay, jetzt hier in Runde 38 müssen wir auf jeden Fall die Fähigkeit nutzen, sonst liegen wir. Und zwar... Ich warte noch kurz. Sobald ich sehe, dass das durchkommt. Jetzt. Nee, das war zu früh, wir liegen, oder? Ah, nee, wir haben es. Perfekt. Okay, also Runde 38 müsst ihr die Quincy-Fähigkeit einmal benutzen. Aber das sollte dann klar gehen. Und schaffen wir die Keramikbloons? Ja, sieht gut aus. So, wir brauchen noch
Wir brauchen noch 1000. Das kriegen wir niemals hin bis Runde 40, oder? Okay, wir haben minimal hier bei Runde 39 geleakt. Aber das ist in Ordnung. Wir hatten ja unser Schild. Okay, wir haben nicht genug für den weißen Hai. Deswegen holen wir mal Triple Guns. Und ich hole dann hier noch ein Alchi direkt ganz nah. Beziehungsweise ich baue den mal hier so, weil der bufft ja eh den Beast Tamer nicht. Also den Beast Zimmer. Und stell dann auf Stärkster. So. Und jetzt gucken wir mal, ob das reicht. Ich use direkt Quincy-Fähigkeit jetzt. Das sollte klar gehen, oder? Das geht klar. Come on. Ja. Nicht mal was geleakt. Perfekt. Okay, weiter geht's. Jetzt hole ich Berserker-Gebräu. Und danach, nach dem Berserker-Gebräu, gehe ich, glaube auf den weißen Hai. Für Runde 50. Ja, das machen wir so. So, 3-0-0 Berserker-Gebräu. Das sollte erstmal reichen hier für den einen. Der bufft ja eh nur den. Guckt, dass ihr den nicht zu nah am Wurfallaffen baut. Damit er den nicht bufft. Und jetzt als nächstes, ich glaube, weißer Hai. Ich guck mal, wie weit wir kommen, ohne zu leaken. Okay, wir haben in Runde 45 ein bisschen gegen Camo geleakt. Ich glaube, dafür hole ich mir jetzt mal hier einen Wurfallaffe und baue den auf Enhanced Eyesight und den hier auch auf Enhanced Eyesight. Also beide auf 002, damit unser U-Boot überall Camo angreifen kann. Ich gehe jetzt noch nicht auf den Hai, sondern ich baue dieses U-Boot hier auch auf Triple Shots. Triple Shots und dann hole ich nochmal einen Alk. Okay, Runde 49 wäre ich fast gestorben. Ich musste einmal ins Menü gehen und zurück. Macht das auch, wenn ihr dem Guide hier followt, damit der Alchi den Buff direkt am Anfang der Runde applied. Also geht einfach hier ins Home-Menü und geht dann wieder in die Karte rein. So, ich baue jetzt noch den Alk und jetzt hoffe ich, dass es klappt, oder? Es kommen halt in 49 viele Keramik-Bloons und das ist halt das große Problem hier. Ah, ich glaube, das geht fit. Jetzt hier noch Berserker-Gebräu, wenn es geht. Theoretisch hätten wir Quincys Fähigkeit, aber ich würde die eigentlich ganz gerne behalten für Runde 50. Deswegen, ich hole jetzt noch Berserker-Gebräu. Ja, das reicht. Okay, also Runde 49 einmal zurück ins Hauptmenü gehen. Dann klappt das ganz, ganz knapp, aber das... Ja, es ist halt halber Geldmodus. Es ist halt, der Modus ist halt einfach Schmutz. Also man kann halt wirklich nichts anderes sagen, außer dass der Modus Schmutz ist. Ich bin gar kein Fan vom halben Geldmodus. Ich hole jetzt hier noch einen Fisch. Den packe ich hier vorne hin und baue den zum Barracuda. So, und jetzt lasse ich mal laufen das Ganze und hoffe, wir schaffen Runde 50. Aber sieht eigentlich... Ja, das haben wir. Wir brauchen keine Quincy-Fähigkeit hier. Sehr gut. Jetzt kommt gleich der zweite Moab. Unten wahrscheinlich, oder? Kommt er auch oben? Ah, er kommt unten, aber ist direkt kaputt. Okay. Nice. So, jetzt spare ich mal so lange, wie es geht. Also bis wir liegen. Ich weiß nicht, ob wir bis Runde 60 kommen so, aber wir müssen mal gucken. Oh mein Gott, Runde 54 ist echt gefährlich. Aber wir haben es auch geschafft. Ich hole oben einen weißen Hai. In Runde 54 beziehungsweise am Anfang von Runde 55. Und jetzt hole ich dann nach unten auch noch einen weißen Hai. 100 noch. Okay, unten habe ich jetzt auch einen weißen Hai. Sehr gut. Und für Runde 60, also ich sehe mich, ganz ehrlich, ich sehe mich, glaube, beim Flugzeug auf dieser Karte. Okay, Runde 59. Was ist mit den Camolets? Schaffen wir die? Ja, sieht gut aus. Keine Fähigkeit gebraucht. Okay, nice. Runde 60 haben wir jetzt Doppelfähigkeit zur Not. Da kommt der Lobster oben. Dann müsste der weiße Hai eigentlich direkt zum normalen Moab kaputt beißen. Ja, hat er. Und ich use Quincys Fähigkeit. Runde 60, Quincys zweite Fähigkeit. Dafür haben wir sie. Dafür haben wir sie, Leute. Ich gucke jetzt, dass ich bis Runde 63 sparen kann. Dass wir in Runde 63 auf jeden Fall noch mehr Defense gegen Keramik-Bloons bauen können. Das ist, glaube ich, sehr wichtig hier gerade. Runde 61 sollten wir hinkriegen. Ja, easy. Runde 62 sollte eigentlich auch easy weggehen. Alright, für Runde 63 werde ich jetzt mal... Baue mal einen Zauberer und zwar hier neben Quincy. Hier hin. Und gehe auf Wall of Fire. Jetzt fehlt uns ja nur 30 Geld für Dragon's Breath. Das könnten wir theoretisch kriegen. Das hole ich, glaube ich, auch direkt. Ja, habe ich. Und jetzt nutze ich hier die Fähigkeit, wenn die ganzen Bloons hier bei der Maus sind. Also hier, bei der ersten Welle. Und danach gehe ich auf unten zweimal. Reicht das? Ja, das reicht. Easy. So, unten zweimal drauf. Und für die letzte Welle nutze ich jetzt einfach nochmal die erste Fähigkeit von Quincy. Und das sollte sich dann eigentlich ausgehen. Come on, jetzt nochmal Fähigkeit aktivieren. Und ja, das Ding haben wir, oder?
Oh mein Gott, das ist echt super knapp. Also Leute, wenn ihr irgendwie einen Insta-Affen habt oder so, Runde 63 ist euer größter Feind, glaube ich. Ich hoffe, ab jetzt läuft der ganze Drops ein bisschen besser. Runde 71 sieht sehr gefährlich aus. Wobei, nee, haben wir auch. Oder? Ja, geht klar. Okay, wir bauen hier vorne mal ein Ring of Fire hin. Und ich werde dann jetzt hier noch ein Magier bauen auf 301. Und mehr Geld haben wir sowieso nicht, ne? Nee, okay, ich mach mal Go. Ich hoffe, das reicht. Okay, sieht gut aus. Ich nutze mal Quincys Fähigkeit hier vorne, wenn die alle zusammenstehen. Und wir haben es. Okay, also Runde 75 ist sehr, sehr krass. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Für Runde 76, bevor ihr die startet, baut auf jeden Fall einen Druiden des Dschungels auf 130. Da haben wir auch genug Geld für. Und das sollte das ganze Regrown aufhalten. Come on. Perfekt. Nice. Okay. Okay, in Runde 78, wenn die zweite Welle kommt, da braucht ihr auf jeden Fall nochmal eine Quincy-Fähigkeit für. Also macht euch bereit, die erste war schon, die zweite kommt jetzt sofort. Ready machen. Da kommt die unsichtbare Welle und Quincy-Fähigkeit. Perfekt. Also die Quincy-Fähigkeiten müssen sitzen, Leute, sonst wird das nichts mit dem Run. Also das kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr das probiert, eure Quincy-Fähigkeiten müssen sitzen. Oder ihr müsst halt Insta-Affen benutzen. Ja, Runde 79, was sollen wir da noch bauen? Ich glaube, da müssen wir nichts bauen. Ich glaube, das können wir einfach durchlaufen lassen. Okay, es kann sein, dass wir für den Lobster hier jetzt mal die Quincy-Fähigkeit nochmal benutzen wollen. Ich nutze die einfach mal, die erste Quincy-Fähigkeit, Runde 79. Come on. Perfekt. Ja, und dann können wir jetzt für den zweiten gleich die zweite nutzen, wenn der kaputt geht. So, macht euch bereit und Fähigkeit nutzen. Fertig. So, als nächstes kommt Runde 80. Für Runde 80 verkaufen wir einfach alles. Einfach wirklich alles verkaufen. Baut hier hinten einen First Strike. Startet die Runde. Wartet kurz. Und GG. Und so, Leute, schließt ihr den halben Geldmodus ab, ohne irgendwelche extra Sachen zu machen. Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und ciao.